fellow Tropicans, thanks to me, Tropico is an undisputed paradise. I will build bridges, bringing tropical islands and people together. I will make Tropico even greater, even bigger, and even better. So, weil sie miteinander angespielt. Und zwar sind heute in Tropico 6, das neue Tropico, welches am, ich glaube, 29. März rauskam. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Ich glaube, es gibt relativ wenig dann dazu zu sagen fürs Erste. Und ich sehe auch schon, wenn man auf ein neues Spiel geht, dann geht es wirklich instant los. Also wird nicht gefragt, wählt die oder so und so viele Gegner oder keine Ahnung, es geht einfach instant los. Okay, das ist interessant. Der erste Eindruck ist immerhin der wichtigste. So, wir spielen. Aha, okay, wir machen Sandbox-Missionen. Oha. Schwierigkeit. Normal, glaube ich, ist erstmal ganz gut. Ja, let's go, Missionen. Herausforderung, Singleplayer. Holy shit. Okay. Eingedacht, liebte Tradition, fürchte was selbst für Drive-By-Shootings. Warte mal. Ein Drive-By-Shooting ist eine Tradition. Okay. Auf seinen politischen Reisen führte deswegen eine kugelsichere. Ein kugelsicheres Zelt. Okay, das andere war zu schnell. Holy moly, grafisch. Schon mal ganz nett. Erinnert ihr euch an Tropico? Smaragdgrüne Palmen, gleißend weiße Strände und ein kristallklares Meer, das im Sonnenschein so funkelt wie Juwelen und Goldmünzen. Ich bin es, Präsidente Penultimo, euer treuer Helfer, euer größter Fan. Ich habe eure Triumphe aufgezeichnet. Keine Angst, nichts davon wurde aufgeschrieben. Penultimo vergisst nie etwas. Es sei denn natürlich, ihr habt es ihm befohlen. Also, lasst uns diese Geschichten aus der Vergangenheit genießen. Und wo könnte man besser anfangen als mit dem Moment, als ihr euren loyalen Penultimo das erste Mal traft? O erfolgreichster Präsidente! Es war wie der erste Sonnenaufgang in meinem Leben. Hallo auch. Sie müssen der neue Gouverneur sein. Ich bin Lord Wyndham, Vertreter der Krone. Es ist Ihr Job zu tun, was ich sage. Zumindest bis Ihr Mandat ausläuft. Alles klar. Okay, also es ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das alte Tropico, ist klar. Okay, wir hier raus, wir können komplett rausscrollen, das ist schon mal nice. Mit Rechtsklick kann man das Inventar, also das Ding öffnen. Durch die Gegend scrollen kann man einfach, wenn man den Maprand hingeht. Da oben haben wir das Geld, Bevölkerung, Unterstützung. Das finde ich schon mal super, endlich mal ein übersichtlicheres GUI. Da unten ist irgendwie, da ist glaube ich eine Zahlanzeige. Da kann man irgendwie P für pausieren. Es ist wirklich P auf pausieren, das ist super. Okay, El Presente auswählen. Der Palast ist schöner als dieser Ort. Anpassen. Okay, Sicht umstellen, Spielgeschwindigkeit, sehr interessant. Aufgabenüberblick. Nice. Auf Bau haben wir schon gesehen. Alter, es gibt einfach mal 5 Milliarden Gebäude. Mindestens. Und einige Dinge sind sogar wirklich cool aufgebaut. Ich muss sagen, das Ganze ist extrem intuitiv aufbauen und wirklich übersichtlich. Also ich meine, so ein Baumenü hier, das ist wirklich, das ist schön gemacht. Das gefällt mir. So, was können wir alles machen? Hier haben wir hier... Das ist unsere Übersicht, oder wie? Unsere Statistik quasi hier über alles. Obdachlose Bürger.
Oha, 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 oha. Okay, also das ist wirklich maximal ansehnlich gemacht. Das gefällt mir. Das ist echt schön gemacht. Besondere Bürger. Das ist ja geil. Gesamtzufriedenheit. Gesundheitsversorgung. Bevölkerung. Also das ist wirklich cool gemacht. Staatskasse. Also besser und schöner aufschlüsseln kann man das, glaube ich, echt nicht mehr. Das ist cool gemacht. Ja, das ist nice. Konflikte. Ach, das ist geil. Okay, das gefällt mir schon mal soweit. Inforaster. Es gibt Umweltverschmutzung. What? Okay, Elektrizität. Sicherheit. Freiheit. Das ist auch übrigens super. Es gibt nicht immer so Bereiche, welche von bestimmten Gebäuden abgedeckt werden. Zum Beispiel Polizeigebäude decken jetzt nicht alles ab, sondern nur so einen bestimmten Bereich. Und das kann man dann eben hier sehen. Spaßqualität. Oh, Glaubensqualität. Gesundheitsversorgung. Militärstärke. Ups, das ist weggeklickt. Ja, das ist schon mal ganz übersichtlich, dieses Unverraster. Da gibt es noch Inseln, Schönheit, Wald, Kokosnuss, Bodenverschlechterung, Vieh. Ich will gar nicht alles anklicken und durchklicken, aber das ist super. Brot für die Welt, Brot für das Volk. Kein gratis Essen, folgendes als erster. Heftig, was es alles gibt. Ich bin schon mal so weit, echt. Forschung, das müssen wir immer direkt mal starten da. Weltkrieger. Können wir auch hier nochmal dann. Okay, erweiterte Bootsbibliothek. Boah, Strafkolonie. Kann man das wahrscheinlich wieder einen anderen anordnen, oder? Kostenloses Wohnen. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal random hier rein. Okay. Handel. Boah, also. Man. Tropico 5 war schon geil und war schon echt cool gemacht. Aber so nice alles gestaltet. Das ist also, ich meine, wir sehen teilweise mal von irgendwelchen Kryptobörsen oder so, wie die Kurse drin stehen, wie ganze Sachen aufgelistet sind. Das hocken Leute dahinter, die das Ganze wirklich so ansehnlich wie möglich machen wollen. Und also, das hier ist mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar noch besser. Handelsrouten, Handelslizenz kaufen, endlich auch mal ein bisschen übersichtlicher. Also, ja, Tropico 6, also so weit, was ich bisher gesehen habe. Ich bin die Berüchtigte der. Also, der kann Tropico 5 einpacken. Also, Tropico 6 ist zumindest auf den ersten Blick schon mal echt eine ziemlich, ziemlich große Verbesserung in jeder Hinsicht. Der Ton so ein bisschen laut, merke ich gerade. Soll jetzt aber nicht irgendwie ein Problem sein. So, okay. Also, wir müssen eine Zuckerplantage besetzen. Könnte ich jetzt bestehende Plantagen einfach umbauen, wäre jetzt allerdings ein bisschen blöd. Deswegen starten wir erstmal mit einer Plantage. Jetzt nehmen wir so ein kleines Script irgendwie. Da hinten ist der Eingang. Da ist ein bisschen Platz zum Palast, das macht eigentlich Sinn. Okay, ein Megakran steht da einfach. Wo gibt's denn hier? Gibt's Straßen? Ja, okay. Sorry an die Obdachlosen da hinten. Die Straße war sonst zu kurz. Okay, da kommen schon irgendwelche Sklaven angelaufen. Hauen sie! Okay, die waren früher netter. Also wie gesagt, grafisch nice gemacht. Gleiches System wie damals. Ich sehe hier gerade nur, das ist ein bisschen off, das Ganze. Das wird immer so ein bisschen daneben hin platziert. Aber gut, ich meine, das sind kleine Finanzfehler. So, wir können aktuell auch sehen, wie das. Ah, das wird sogar direkt angezeigt, wie schnell wir da sind. Dann kann man das Ganze umstellen, Ressource wechseln. Und das stellen wir dann zum Beispiel auf Zucker. Oh, das hätte man vormachen sollen. Jetzt wissen wir nämlich, dass wir gar nicht mal so gut dran sind damit. Kann man jetzt eben das Budget wählen. Monokultur, Multikultur. Statistiken, Verbesserungen. Also das ist verrückt. Selektive Züchtung, Grünschnitzehacker. Plantage,
Warte mal, stopp. Ich hab Mais. Nee, ich will doch Zucker. Ressourcen wechseln. Ach, das kostet Geld. Ups. Ich habe neue Anweisungen. 3000, okay. 7 Jahre, okay. Rumnestellerie, das macht man natürlich auch aus Mais. Oder? Warum braucht man, glaube ich, Mais? Ich weiß gar nicht. Stellarien. So. Kann jetzt nicht rausgerollen, wenn man hier gerade was in der Hand hat. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht gibt es einen Hotkey dafür oder so. Okay, es gibt einen Hotkey dafür mit Steuerung. Was gedrückt hält. Der Fluss, der durchläuft, ist schön. Allerdings ein bisschen im Weg. Also erstmal kein Problem. So, Straße hin. Gut, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben vielleicht. Hafenanlage. Ich glaube, eine Hafenanlage macht schon mal Sinn. Haben wir einen Hafen? Wir haben schon einen Hafen. Arbeiter 6 von 6. Bestechen, töten, alles klar. Handelsbildschirm öffnen. Was ist das hier? Export. Export ist schon mal gut, okay. Ananas, was haben wir denn eigentlich alles? Sieht man das irgendwo hier? Wir haben eine Maisplantage. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Gut, machen wir. Altes Haus, ich habe ein klitzekleines Anliegen. Machen wir auch nochmal ganz kurz. So, ja, was machen wir am besten? Eine Krone-Handelsroute ist, glaube ich, am einfachsten. Krone-Handelsroute. Alle aktive Handelsrouten. Im Krone. Hier ist die Krone. Kohle, Mais. Können wir Milch... Ja, ich denke, das passt. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir das Budget ein bisschen hoch, damit wir eine höhere Effizienz haben. Arbeitsqualität 38. Die Arbeitsqualität steigt, wenn man mehr Geld zahlt. Okay. Ach, da haben wir hier Lager. Fleisch, Mais, Felle. Das heißt, das war jetzt eigentlich dumm. Und jetzt eine Milchhandelsroute. Ups. Wo wird das denn nicht gebaut? Gebäude im Bau. Okay. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir vielleicht mal irgendwo eine Milchding auf. Für Milch brauchen wir vielleicht irgendwie was wie eine Farm. Nice, okay. Rinder, Schafe. Man kann aus einigen Ziegenmilch, Lamamilch, Rindermilch. Was macht man jetzt hier Milch? Aus Rindern. Rindermilch? Rinder geben eigentlich keine Milch, oder? Naja, schon. Also. Ich bin schon leise. So. Jetzt haben wir hier Rinder. Okay, Statistiken. Tierimpfung. Okay, Effizienz. Mehr Effizienz. Machen wir, let's go. Achso, geht doch nicht, okay. Mhm. Ah, Frachter kam hier an. Mit ein paar neuen Leuten. Die Frage ist gerade, also im alten Tropico war es so, dass man immer... Ach, nächster Frachter. Okay, Mann, ist es egal, wie viel das man zahlt. Das, also der Frachter kommt immer zu gleichen Zeit. 5 Monate und 3 Tage. Schauen die Frachter jetzt aus? Oh, okay. Nett. Okay, an was liegt das gerade genau, dass da hinten nichts mehr gebaut wird? Plantage, Transportbüro, Baubüro. Jetzt einmal go. So viel zu tun. Warum ist es der? Ach, Arbeit und Freizeit. Es gibt Freizeit? Wir sind Diktator, können wir das Ganze bitte irgendwie beschleunigen? 4 offene Stellen hinzufügen. Freizeit, lol, was geht mit denen ab?
Okay, da arbeitet keiner, das ist gut. Okay, Priorität ist hoch, das ist schon mal super. Jetzt arbeiten zumindest nur zwei. Mensch, das ist ein Ding. Okay, Taverne können wir auch noch schnell bauen. Taverne. Bauen wir irgendwo zu den ganzen Häusern hinten. Nach da zum Beispiel. Das können wir mal beschleunigen mit für 600, das ist eigentlich egal. Perfekt, revolutionäre Immigranten. Zufällige Blaupause. Okay, revolutionäre brauchen wir auf alle Fälle. Okay, der Bau dauert auf alle Fälle um einiges länger als früher. Was aber vollkommen in Ordnung ist. Also nicht auf maximale Geschwindigkeit, sondern eben nur auf 2 von 3. Okay, jetzt mit 3 von 3. Ist ein bisschen schneller. So, es gibt einen Zirkus. Das Gelbe ist wahrscheinlich der Ertrag, oder wie? Besucher müssen mindestens arm sein. Ach, das ist die Blaupause. Mhm. Okay. Bergwerke gibt es da hinten. Hä, das ist ein Bergwerk, das nicht am Berg ist? Okay, das ist eigenartig. Ist das egal eigentlich? Nein, ich glaube, es ist nicht egal, wir warten ein bisschen, am besten noch ein bisschen. Vielleicht brauchen wir dann später irgendwas davon und so, das ist das scheiße. Fischereihafen. Macht auf alle Fälle Sinn, meistens. Okay, ich merke gerade, das Baubüro ist echt extrem langsam. Ich hoffe, das ganze, die Straßenbauerei ist ein bisschen schneller jetzt als damals. Das hat uns 4 Stück. Okay, das ist ein bisschen blöd. Oh, okay, die Rumnistillerie ist fast fertig. Das Zeit geht auch relativ langsam, verhältnismäßig zumindest langsam. Schlecht neues aus. Ihre Destillerie scheint zu funktionieren. Mandat, da brauchen wir nicht Geld, brauchen wir, naja, vielleicht eher. Transporthafen auf jeder. Und wir haben mehrere Inseln? Wir haben mehrere Inseln, lol, tatsächlich. Komplett auszubeuten. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so Sinn macht. So, das Ding ist leer. Okay, nichts auf Lager. Das braucht Zucker und Rum. Rum. Warte mal, Rum ist doch das, ist doch der Output, oder? Aber an der Ausgang steht da Rum, genau. So, Zucker ist da hinten, theoretisch. 18 Zucker ist Ausgang. Okay, Frachter bringt wieder Geld und ein Ding. Erster Zucker, genau, super. Rein theoretisch sollte dann eigentlich... Na gut, Zuckerverbrauch reduzieren braucht man nicht wirklich. Das ist mir egal. Mit Zuckereingang von 857 und da man war ein Ausgang von 18. Irgendwie, oder? Hä? Naja, egal. So, was haben wir dann da noch? Arbeitsqualität ist niedrig, das ist okay. Tierimpfung. Okay, Effizienz. Bedingung minus 40. Ja, einfach mal düngen da. Wahrscheinlich die andere Farm ein bisschen besser, oder? Fruchtbarkeit minus 36. Naja, so ein bisschen blöd passiert alles, aber. Ist erstmal okay. So, dann brauchen wir vielleicht irgendwie ein paar Häuser. Es gibt übrigens so ein Problem. Momentan noch in Tropico. Und zwar kann man Multiplayer aktuell nicht speichern. Es gibt keine Funktion zum Speichern im Multiplayer. Das ist sehr problematisch. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen. Belohnung. Ein geheimes Anliegen. Okay, mach mal. Okay, das Baubüro ist echt komplett lang. Na, okay, es geht bitte schon erst. Normale Priorität. Okay, beide Gebäude werden eigentlich jetzt direkt gebaut.
schnell geht es jetzt. Also eine Baracke dauert relativ lang. Aber sonst okay. Elektrifizierung. Gebäude benötigt 8 Megawatt Strom. 8 Megawatt. Okay. So, und das Gebäude steht. Perfekt. Wohnstätte 6 von 6. Bedingt benötigtes Vermögen. Monatliches Einkommen 30. Okay, ich muss ein bisschen herausfinden, was es da genau für was steht. Ob das jetzt dieses Einkommen, also der Gewinn ist durch das Ding, durch das Haus. Wohnqualität ist klar. Benötigtes Vermögen ist auch klar. Budget. Bin mir nicht sicher genau, wie das funktioniert. Was ist das Budget für ein Haus? Keine Ahnung, das gibt jetzt für mich gerade nicht wirklich Sinn. Besser als eine Hütte. Ruht sich länger aus? Nein, ausruhen. nope. So, was gibt's ansonsten für ein Hafen? Handelsfenster. Ich würde ganz gern Rum exportieren. Oha. Direkt zum Maximum hier. Ach so. Drei Handelslizenz, let's go. Nice, okay. Also Rum können wir auf alle Fälle schon mal massig exportieren. Das ist super. Dann haben wir da Kosten. Erwartete Einnahmen 7000. Rum 452 haben wir aktuell drin. Wir hatten, glaube ich, schon um einiges mehr hergestellt, aber jetzt, also damit haben wir wirklich. Boah. Warum haben wir hier eigentlich überhaupt Kosten dafür? Bringen sie das wirklich 7200? Warum steigt unser Geld eigentlich nicht? Unser Geld da oben, oder waren es genau auf 61.000? Wenn es gar nicht aufpasst. Null Zucker. Ist das schon drin? Es gibt wirklich Umweltverschmutzung. Das bringt also nichts. Okay. Lohn, Arbeitsqualität. Mehr Effizienz. Ich würde sagen, das ganze Gebäude bringt uns so viel. Wobei, es bringt aktuell noch gar nichts. Verdammt, warum arbeiten wir denn nicht? Hallendünnung. Welt, moderne Zeit, scheiße. Ich brauche Zucker, ganz dringend. Fleischfälle, okay, also es geht glaube ich schon einigermaßen. Was haben wir hier noch? Regionalen Konsum gestatten, das ist super. Einkommen ist wieder negativ. Verdammte Kacke. Okay, Kapelle können wir noch bauen und... Kapellen. Also wie gesagt, das Problem mit dem Speichern ist momentan echt noch ziemlich groß. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen komisch, dass es halt nicht von Anfang an irgendwie mit drin ist, also... Meine Meinung ist, was sollte eigentlich. Also es ist eigentlich selbstverständlich, dass sowas von Anfang an machbar oder möglich ist. Dementsprechend komisch finde ich, dass es halt eben nicht so ist. Man kann es nicht ändern. Das ist einfach so. Aber ein bisschen schade für das Ganze schon irgendwie, also. Keine Ahnung. Ich meine, wird nachgeliefert und so mit einem Patch, deswegen. Ja. Trotzdem ist es blöd. Echte Exportblende, die Produktionsleistung sinkt um 25%, wenn dieses Gebäude funktionsfähig ist, steigt die Effizienz jeder Taverne und guckt über. Okay. Produktionswert gesamt 4100. Okay. Was genau ernten die da eigentlich? Was genau ernten die da? Irgendwie ist das ein bisschen. Ja, wie gesagt, ist halt noch jetzt direkt released worden, also ist zwar jetzt klar, ist es gilt als vollwertiges Release und so, aber ist es natürlich noch im sehr, sehr frühen Stadium, deswegen. Genau. So, hier reduzieren ein bisschen das Ding, die Arbeiter, beziehungsweise das Geld dafür.
Wir kriegen jetzt schon einiges hier an Zeug. Und warum das Terrarium muss auch wieder bearbeiten. So, Bevölkerung. Wie schaut es denn hier mit der Zufriedenheit aus? Gesundheitsversorgung, Nahrung. Glaube, ja, das da hinten. Wenn es das mal fertig ist, dann haben wir gleich einen Glauben. Glaube ich. Arbeit, okay, Arbeit haben wir zumindest. Freiheit, Sicherheit. Was können wir sonst noch machen für Leute da? Hier, kleiner Laden. Bringt Essen und so weiter. Boah, sind fast zu groß irgendwie für das ganze Game. Schau es mit der Umwelt hier aktuell aus. Wo war denn das Ganze? Umweltverschmutzung. Ach, können wir noch mal was in Luft blasen? Das geht schon. Die Kapelle, also das Bauen dauert wirklich sehr lang. Okay, es kommt irgendwie ab und zu einiges rein, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht so direkt, wo genau das dann hingeht. Also, das kann ich jetzt gerade nicht so ganz nachvollziehen bisher. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk. Füllen wir die Blaupause aus? Für Zirkus, okay. Sehr schön gemacht das Ganze, also es ist wirklich, also an Schönheit kaum noch zu treffen. Gerade für ein Game wie Tropico ist es natürlich nicht so ein Game, welches jetzt irgendwie von der Grafik nur so strotzen soll, also vermutlich nicht wird, sagen wir so, weil es ist halt eher ein Aufbauspiel und jetzt nicht unbedingt gerade irgendein First-Person-Shooter oder so, wo halt wirklich Grafik extrem wichtig ist. Deswegen, also für ein Game mit Tropico finde ich das Ganze schon echt ziemlich, ziemlich schön und gefällt mir. Okay. So, perfekt. Kleiner Laden. Ja, jetzt glaube ich jetzt langsam. Hier kaum Arbeiter. Nahrungsvielfalt 0 von 11. Noch Fisch und Meeresfrüchte vielleicht. Also wenigstens Fisch sollten wir haben und eventuell irgendwie Milch oder so. Besuche 0 von 16. Gebühren, Einkommen. Lohn, oha. Oh, bringt Essen, bringt Essen, bringt Essen. Kleinladen, schon nice, bringt Mais. 1 von 16, perfekt. Das, ah, okay. Steht dann direkt drin, wie viele wir da haben. Zwei Nahrungssachen da drin. Besucher 2 von 16. Nice, das geht los. Oha, oha, oha. Das führt jetzt aber ziemlich. Gebühreneinkommen, was auch immer. Gebühreneinkommen, was ist ein Gebühreneinkommen? Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Budget 20. Einkommen gesamt, okay. Funktioniert das Ganze? Ah, schon echt extrem nice. Oh, die bringen was raus. Irgendwelche Boxen, lol. Ist das cool gemacht. Ist echt nice. Also Gebühren sind relativ hoch. Zufriedenheit. Nahrung. Aktuell immer gleich. Also das Game ist auf alle Fälle ziemlich interessant. Mir macht Spaß. Wie gesagt, Multiplayer aktuell ohne Speicherfunktion ist jetzt eher negativ. Ansonsten super Game, also ich freue mich auf alle Fälle auf mehr Folgen und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tropico Let's Play.